Tag auch. Guck mal, was geht. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Die ganze Welt spielt Pokémon Go. Nur ich nicht. Nur ich nicht. Warum nicht? Ich habe ein S3. Und dieses S3 läuft mit Betriebssystem 4.3. Und irgendwie, ich habe die komische APK, die es da gibt, runtergeladen. Von Chip, von Giga, von überall schon. Und ich kriege es nicht zum Laufen. Bei mir sagt er immer Parser-Fehler. Ich habe das schon umgestellt. Ne? Kann ich euch zeigen, das kann man hier machen. Wartet mal kurz. Na, da geht ihr halt hier in die. Ne, da geht ihr in die. Mann, ey. Da geht ihr in die Einstellung von eurem Handy. Na, geht hier auf Optionen. Geht auf Sicherheit. Na, und dann gibt es hier so ein Ding. Hier. Unbekannte Quellen, ne? Guck so. Wenn man da den Haken setzt, dann ist das in Ordnung, dass das System sagt: Jo, unbekannte Quellen, nehmen wir mal hin. Ne? Und dann kannst du auch so APKs runterladen und auch benutzen. Weil sonst würde das nämlich nicht funktionieren. Ne? Ich zeige euch vielleicht auch nochmal kurz, wenn ich das finde, was das Problem ist bei mir. Dann könnt ihr das sehen. Vielleicht habt ihr das ja auch. Da muss ich dann hier kurz gucken. Bin nicht gut vorbereitet. Eigene Dateien, dann hier Storage Device, Downloads und da ist sie denn. Nicht mehr. Okay, ich habe es schon gelöscht. Schade. Naja, auf jeden Fall funktioniert der Mist bei mir nicht. So. Ist auch vielleicht nicht so verkehrt. Ich bin jetzt auch nicht weiter auf der Suche gewesen nach anderen APKs, weil man hat jetzt schon gehört, in den ersten APKs sind Malwares gefunden worden. Das heißt also, ne, die Ausspionier-Software und Werbesoftware, die euch hier das Handy mehr oder weniger zerschießt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich bin ein bisschen genervt von der ganzen Situation momentan. Aus mehreren Gründen. Zum einen siehst du jetzt überall nur noch Leute rumrennen, die so durch die Gegend laufen. Wenn sie es denn überhaupt tun, weil die anderen Leute siehst du nämlich zu Hause sitzen und über Pokémon Go posten. Also im Prinzip auch nichts anderes, als was ich jetzt mache, ne? Nur ich meckere ein bisschen dabei. Das sind dann halt die Leute, die dann bei Facebook, oh, ich habe hier ein neues Pokémon gefunden, oh, guck mal, Pokémon Go. Der Hype ist da, ist gigantisch und an sich dürfte der noch gar nicht hier sein. Denn das Spiel ist offiziell in Deutschland noch gar nicht erschienen, deswegen auch diese komische APK. Mich ödet das an, mich nervt das, vor allen Dingen, weil aufgrund dieser APK und der Anstürme, die auf die Server gemacht wurden, ne, auch von den Leuten von, mit dem iOS, ne, mit dem Apple-Smartphone, die an sich noch gar nicht dürften, die das auch über einen neuseeländischen Code irgendwie machen müssen und irgendwelche australischen Accounts irgendwie öffnen müssen. Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit zu spielen und die tun das jetzt auch. Und da hat Nintendo dann gemerkt, oh, so viele Leute auf dem Server, da hatten wir ja gar nicht mit gerechnet beim größten Betriebssystem der Welt, sondern nach dem Motto, na, jeder hat hier Android, ne, oder iOS. Haben wir ja nicht gedacht, dass das passieren kann und dementsprechend haben die damit nicht gerechnet und jetzt sind die Server halt ständig überlastet, so wie man sagt. Ja, und deswegen wird es in Europa noch nicht erscheinen. Das war angedacht bis spätestens zum 10. Juli, der ist jetzt vorbei, heute ist der 11., es ist immer noch nicht im Shop. Das heißt also, man hat diesen Zeitpunkt nach hinten verlegt und gesagt, wir warten erstmal noch, bis wir die Serverstruktur richtig drauf haben. Das ist zum einen gut, weil dadurch kriegen wir dann stabile Server, wenn es dann mal irgendwann rauskommt. Zum anderen ist das scheiße, weil die ganze Welt spielt, der Hype ist da und ich kann es nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Ne? Würden die Leute das hätten die Leute diese APK nicht gehabt, dann wäre das jetzt wahrscheinlich zum 10. rausgekommen. Gut, dann hätten wir vielleicht alle Probleme mit den Servern gehabt, aber wir hätten zumindest ein bisschen zocken können. Ne? Geteiltes Leid und so. Sicherlich gibt es eine Möglichkeit, das auf 4.3 laufen zu lassen. Ich kenne auch Leute, die haben das auf 4.3 laufen, nur bei mir funktioniert es irgendwie nicht und ich weiß nicht genau warum. Wenn man sich die APK-Informationen anguckt, steht da was von 4.4. Ab dahin läuft das. Läuft auch nur bis 4.7, wie ich das verstanden habe. Oder 7.0, entschuldigt bitte. Nur bis 7.0, also ganz, ganz neue Android-Phones werden da wahrscheinlich auch Probleme haben momentan. Wann kommt die App jetzt? Wann kommt die Pokémon Go App? Wir wissen es nicht. Es ist echt schräg. Also bis Ende Juli wird jetzt gemutmaßt, dass sie dann kommt. Ne? Und das ist echt lustig. Es gibt da auch schon diverse Programme, habt ihr ja gesehen hier. Ne? Chat-Programme, Cheat-Programme, Listen, Übersichten, wo man was findet etc. Gibt es hier jetzt alles schon inzwischen als Apps. Nur das richtige Programm noch nicht.
Und das ist eigentlich witzig, das ist so eine richtige Kuriosität, dieses Spiel, weil ich befürworte das Spiel an sich sehr, denn es treibt die Leute auf die Straße, es sorgt dafür, dass die Leute rumlaufen. Hat allerdings auch eine Schattenseite. Es ist teilweise schon passiert, dass sich die Polizei aufgeregt hat, dass Leute in die Polizeistation kommen, weil die Polizeistation ist eine in manchen Orten eine feste Station, ne, so eine Arena oder irgendwas bei Pokémon Go, wo die Leute hingehen können. Und die Leute rennen da reihenweise rein und nehmen da ihre Pokémons. Ne? Dann hier teilweise hüpfen die bei Leuten über den Zaun, um irgendwelche Pokémons zu fangen. Ne? Das ist natürlich gerade in Amerika ein Problem, ne? Wo jeder bewaffnet ist und jeder das Recht hat, wer auf meinem Grundstück ist, der wird hier erschossen. Da kann sowas mal schnell nach hinten losgehen, ne? Und sehr gefährlich sein. Es wurde auch schon, ich weiß nicht, ob es wahr ist, es ging auf jeden Fall durch die Medien, eine Leiche gefunden, dadurch, dass einer Pokémon Go gespielt hat und geguckt hat und gesagt, oh, guck mal da hinten in dieser dunklen Gasse, ne? Wo sonst niemand reingeht und auch niemand reingehen würde, da befindet sich ein Pokémon. Und dann ist der da hingelaufen und da, wo das Pokémon hätte sein sollen, lag dann irgendwie so ein Toter in der Ecke. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Also seid vorsichtig, wenn ihr Pokémon Go spielt. Das ist gefährlich. Ihr könntet da eventuell interessante Teile finden. Leichenteile. Und passt auf, dass ihr nicht irgendwelchen Property von anderen Leuten irgendwie ja, beschädigt oder sonst wie, ne? Über den Zaun hüpfen anderen Leuten, das habe ich gern gesehen. Oder bei irgendwelchen Leuten in die Wohnung reingehen, von wegen, hier ist irgendwo ein Bisasam, ich brauche das, ne? Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, das sollt ihr nicht tun. Es bringt auch nichts, wenn ihr Pokémon Go spielt, wenn ihr nur zu Hause sitzt, ne? Da muss ich mir selber mal überlegen, wie ich das machen will, ob ich den Arsch hochkriege, um dann auch mal rauszugehen und zu sagen, ich suche mal ein paar, ne? Weil das bringt mir gar nichts, wenn ich hier in der Wohnung rumlaufe, ne? Dann kriege ich nicht wirklich was zusammen. Vielleicht hier, keine Ahnung, in der Bratpfanne liegt dann irgendein Fisch oder. Ne, auf der Klobrille soll man auch schon welche gefunden haben. Da gab es schon einige skurrile Bilder, wo man Pokémons gefunden hat. Das ist ja sehr interessant. Ja, gibt auch einen Trick, ne? Wenn ihr Pikachu wollt als allererstes Pokémon, das kann ich euch schon mal verraten, ne, dann dürft ihr nicht gleich die ersten nehmen, die ihr kriegt. Also wenn ihr dann losrennt auf der Straße und seht, aha, da ist jetzt das erste und das ist hier so ein Taubli, dann ignoriert ihr das. Dann rennt ihr weiter, dann kommt irgendwann wieder ein Taubli oder irgendwie sowas in der Art, das ignoriert ihr auch, das macht ihr 3-4 Mal und dann irgendwann soll Pikachu auftauchen und dann hättet ihr Pikachu als erstes Pokémon. Auch nicht verkehrt, ne? Für Fans der Serie sicherlich dann interessant, weil die das dann unbedingt so möchten, na, dann sind sie nämlich Ash. So ungefähr. Ne? Ich habe ja heute auch mal extra hier mein Pikachu-Hut wieder aufgesetzt, sozusagen. Ne? Außerdem ist das ja bei Gamern so üblich, dass man mit solchen Sachen rumläuft, ne? Und gönn dir sagt, bei jeder Situation und jeder Möglichkeit. Ne? Und Brudi und solche Sachen, all so eine Dinge muss man ja sagen. Ich habe es total vergessen. Die schnellen Schnitte habe ich auch vergessen. Verdammt, ich mache alles falsch, was man falsch machen kann. Trotzdem, Pokémon Go, ihr habt hoffentlich Bock drauf. Ich freue mich auch schon tierisch drauf. Wann es rauskommt, ganz genau weiß keiner. Hoffentlich noch vor Ende des Monats, damit man den Sommer auch noch genießen kann. Und nicht nur, ne, im tiefsten Schnee nachher durch die Gegend wartet und irgendwelche Pokémon finden muss, wo das auch ganz interessant sein könnte. Ne? Dann kommen wir wieder ein bisschen raus und durch die Gegend laufen. Es ist auch wohl so, dass man tatsächlich teilweise, wenn man in Deutschland verschiedene Stationen ablaufen will, dass man dann bestimmte nur in Berlin oder so findet. Ne? Also irgendwie, was habe ich jetzt gehört? Da ist eine Straße gesperrt worden, weil, beziehungsweise war nicht mehr befahrbar, weil man einen Mewtwo gefunden hat. War das in San Francisco? Ich weiß es gar nicht. Oder in Berlin? Ist ja fast dasselbe. Nein, ich habe die News nicht so ganz genau verfolgt. Irgendjemand hat mir das erzählt und ich habe leider den Ort vergessen, wo es passiert ist. Aber auf jeden Fall ist das so gewesen, dass man da ein Mewtwo entdeckt hat auf der Straße und dann sind die Leute alle wie die Kloppen dahin gerannt und dann war der Highway oder die Straße war halt gesperrt. Man konnte dann nicht mehr durch, das war total dicht, ne, weil die Leute da auf der Straße rumstanden und das Mewtwo fangen wollten. Hammer, also krass, wie verrückt die Leute nach diesem Scheiß sind und ich halt eigentlich auch. Ne? Ich sitze hier mit glühenden Kohlen und warte jeden Tag drauf, dass ich dieses blöde Spiel endlich spielen kann. Ne? Oder irgendwie, ich werde vielleicht den Kollegen nochmal fragen, wie der das gemacht hat, ob der da irgendwie eine APK hat, die läuft und auch hoffentlich eine sichere, weil das wollen wir alle nicht. Also seid vorsichtig, wenn ihr da einen Scheiß downloadet. Ne? Wartet notfalls lieber auf den regulären Release, weil so lange wird es nicht mehr dauern. Und auch dann wird der Hype noch da sein. Auch wenn es euch jetzt nervt, dass da ständig irgendwelche Leute ihre neuesten Pokémons posten oder irgendwelche Videos posten hier, so ein Scheiß wie das hier, ne, von wegen, Pokémon Go. Ist halt so, ne? Alles klar. Ich würde sagen, ne, viel Spaß beim Pokémon-Jagen. Ne? Ihr müsst sie alle kriegen. Ich krieg sie hoffentlich auch irgendwann alle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.